7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten zeigt das Leben und den Alltag dieser Frauen. Die Gastgeberin heute ist Barbara Huber aus dem Zürcher Wieland. Sie ist nicht nur Bäuerin, sondern sie arbeitet auch noch im Spital. Ihr Festessen will sie im Garten machen. Ob auch die Landfrauen auch in den Pool kumpen? Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Schloss Goldenberg, mitten im Zürcher Wieland. Man sieht sofort, woher die Region ihren Namen hat. Das Weingut hat eine über 100-jährige Tradition. Mitten in den Reben treffen sich die Landfrauen heute zum vierten Mal. Wieder lernen sie eine neue Region mit ihrer ganz eigenen Küche kennen. Mit dabei die Brigitte Bürgi von Obwalden, die den Start als Köchin hat gemacht. Die Esti Derungs aus dem Bündner Safiatal und die Turnerin Maya Gisler haben den Kochlöffel noch nicht geschwungen. Aus dem Aargau kommt die Lotti Baume, die Brigitta Knör kommt aus dem solothurnischen Nennikofen und die Yvonne Bischof hat erst gerade letzte Woche die Landfrauen im Toggenburg bewirtet. Heute sind sie also zu Gast bei der Barbara Huber. Schön, dass ich da euch heute begrüßen heute auf dem Schloss Goldenberg. Ich bin hier oben aufgewachsen. Ich habe hier meine Kindheit verbracht. Schön. Und da hinten in dem Haus habe ich gewohnt. Und ich freue mich sehr, dass ich das euch heute zeigen darf. Schön. Die Barbara Huber ist nicht etwa als Prinzessin aufgewachsen. Ihre Eltern haben hier gebaut. Mein Vater, das ist der Bauernbetrieb, also die hinten hat er im Jahr 1970 sind wir vom Bernbiet hierher gekommen. Darum habe ich auch Berner Tracht an. Wie ihr auch wisst, rede ich etwa die mal noch mit den Eltern und den Geschwistern der Berndeutsch. Und wie die so schön ist, habe ich sie auch heute angelegt. Wir haben natürlich auch Ross gehabt, früher. Jetzt zeige ich euch mal, wo die gestanden sind. Unsere Rosse gestanden. Früher war es hier noch aufgetrennt, also hat noch eine Wand drin und eine Tür. Wir hatten eigentlich zwei Ställe hier. Vorne waren Boxen, da hatten wir noch einen Stand. Und da konnte man hinten raus, können, im Deckten in die Reithalle. Und hier hinten, ja, müssen wir mal die Plättchen anschauen. Im engen Badzimmer hat es nicht so schöne Plättchen und die sind schon uralt, oder? Sie haben gesehen, beim Auflaufen sind durch die Treppberge durchgelaufen. Da gibt es natürlich ganz feine Wein. Und das gehen wir jetzt draussen probieren. Ich darf euch den Heiner Kindhausen vorstellen. Er wird euch ein paar Wein vorstellen. Und wenn ihr dann gestärkt sind und ein Gläschen Wein gehabt habt, dürfen wir dann mit dem Herrn Spenger über. Er ist Chef vom Golfplatz, noch ein bisschen golfen. Ich muss leider in die Küche, dass ihr dann später auch noch etwas zu essen habt. Ich wünsche euch viel Vergnügen und tschüss zusammen. Tschüss. Das erste, was wir hier probieren, ist ein Riesling Silvanertraube. Und wir probieren hier ein Spätlese. Das ist eine Spezialität aus den reifsten Trauben, die wir eingekältert haben. Das ist ein 2009er Jahrgang. Und wie ihr sicher auch gehört habt, ist 2009 ein sehr intensiver, also ein sehr zuckerhaltiger Trauben gegeben. Und das ist ein sehr gehaltvoller Weisswein. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl zusammen. Degustieren heisst nur probieren und darum wird nicht das ganze Glas ausgetrunken. Wir würden den vorigen Wein wieder drehen. Kippen. Also das freut mich. Das ist wirklich schade.
Wir haben jetzt eine flüssige Form, gell? Ja, ein bisschen klären müssen schon noch. Gell? Klingt lang. Klingt schön. Guck mal. Ja. Das ist gut. Du. Also, meine lieben Damen, ich danke euch vielmals für den Besuch. Und ich wünsche euch noch viel Spass. Vor allem jetzt beim Golfspielen mit dem weißen Bölleli. Und noch einen schönen Abend miteinander. Ja, danke. 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 Die Landfrauen machen sich beschwind auf den Weg zum Golfplatz. Um weisse Böllen geht es aber auch in der Küche von der Barbara. Unterstützt wird sie von der Bettina, ihrer besten Freundin. Wie viel hast du denkt auf jeden Teller? Ja, so 4-5. Man muss es so ein bisschen schön dann auf diesen viereckigen Glasteller können anrichten. Ja. Der Schläger mit der linken Hand oben greifen. Mit der linken Hand am Boden stellen, mit der linken Hand, nur mit der linken Hand oben greifen. Mhm. Genau. Hören wir alle? Ja. Und dann legen wir die rechte Hand einfach so drauflegen, dass der Daumen hier in den Ballen innen ist. Einfach so reinlegen. Ah, und festheben. Ja. Dann sieht das so aus von dieser Seite. Ich bin auf jeden Fall anders. Ja. Ich tue nicht so meinen. Genau. Ich tue so meinen. So hat man den Golfschläger richtig. Mit der Sache, gleich meinen. Ja, die ist jetzt der Schlag, den wir üben tun, ist nichts anderes als, wir gehen, wenn wir den Schläger gehebt haben, hindern und fahren einfach wieder führen. Und der Ball geht in die Luft. Ja. Super. Wenn ihr seht von der Bewegung, es ist ganz einfach. Ja, genau. Genau, nur nicht so weit, der Dreck geht ja nicht in die Luft. Sondern schön einfach führen wischen. Ein bisschen hinten, wir sind ein bisschen schon führen. Nicht einmal wischen. Nicht einmal wischen, Enten. Ciao. Ein bisschen Stil und Eleganz darf auch nicht fehlen. Weder beim Golfen noch auf dem Vorspeisentauer. Mhm, dann oben so ein bisschen grob röllen, dass man nachher oben. Oh, du willst nur ein Rösli? Jetzt haben wir zwei, machen zwei einzelne. Komm, wir machen es so. Gut, dann tun wir drei drauf. Mami? Hoi Nadia, schön, dass du kommst. Schau mal, ich habe noch deine Chance. Wow. Du bist im gleichen Look wie Bettina und ich. Cool. Gell, kannst du dir gerade anlegen, bitte? Ja. Dann sage ich dir. Cool. Links. Ja, genau. Okay. Ja. Und nachher das erste ist der Weisswein. Ja. Das ist da. Sagst du, es ist der Wein, den sie heute Nachmittag ja schon im Schloss oben waren. Das ist ein Chardonnay. Steht drauf. Ich lasse mal merken. Meinst du, geht das? Ja, das bringe ich her, glaube ich. Super, danke, gell? Ja, bitte. Die Vorspeise wäre bereit. Seit einer Woche laufen die Vorbereitungen für einen Grosstag. Um diese Zeit jagt man keinen Hunger raus, denkt der Hofhund Siro. Es ist morgen um 5 Uhr. Bei Hubers geht es ans Melken. Also mein Mann und ich, wir geniessen das miteinander am Morgen früh hier rein. Wir schwätzen damit nicht sehr viel, aber so nach einer Stunde wissen wir dann, was wir noch zu besprechen haben. Und ja, wir machen das gerne miteinander. So Zweisamkeit, ein bisschen an einem speziellen Ort. Komm rein! Es geht also rund bei Hubers. Dieser spezielle Ort ist nämlich das Melchkarussell, das sie vor 7 Jahren haben installiert. Die 15 Kühe stehen gleichzeitig im Karussell und werden an die Milchmaschine angeschlossen. Und nachher geht alles wie von allein. Jede Kuh gibt zwischen 10 und 20 Liter Milch.
Wenn eine Kuh abgemolken ist, hängt die Maschine von selber ab und die Kuh kann wieder gehen. Für die ist das heute kein Problem. Man sieht es auch, wie zufrieden sie eigentlich meistens sind. Und dass sie sogar am Wiederkäuen sind, während wir am Melken da und am Arbeiten sind. Das, für die ist das überhaupt, das ist kein Stress für die. Die haben das gerne. Die fahren gerne ein bisschen Reisen. Nach anderthalb Stunden sind alle Kühe gemolken. Und das Jungvieh kommt zum Morgen über. Der Vorhof liegt auf einem Hocker zu Welsiken. Das gehört zu Dinhard, also einfach in der Nähe von Winterthur. Es ist ein moderner Gemeinschaftsstall. Die Kühe von vier Bauern stehen hier unter einem Dach und die Arbeit wird aufgeteilt. Wir haben jetzt gut 120 Kühe in diesem Stall, zu vierten, und haben sicher für die ganze Stallarbeit sehr viel weniger Zeitaufwand als die meisten anderen Betriebe. Barbara ist mit Kühen aufgewachsen. Dass sie mal Bäuerin würde, hat sie aber nie gedacht. Komm, du kannst auch noch kommen. Hey. Also, als ich Ernst kennengelernt habe, habe ich zuerst gar nicht gemerkt, dass er Bauer ist. Weil ich eigentlich gar nie einen Bauer wollte. Und heute bin ich aber froh, dass er einer ist und dass es so ist, wie es ist. Und es ist schon seit 25 Jahren so. Der Ernst ist ihr Traumbauer. Für mich ist er so ein Musterlandwirt. Wenn ich sehe, wenn er sein Zeug anpackt und immer alles auf Zeit fertig hat und auch immer alles vorplanet. Und ja, ich beneide ihn manchmal um den Sinn, den er hat, auch, um einfach alles auch so organisieren und dass es klappt. Also, ich bin stolz auf ihn. Nicht nur die Kühe wollen gefüttert werden. Oder Ernst? Die Rollenteilung ist klar. Die Barbara regiert in der Küche. Heute ist das Menü Rindsvoressen mit Spätzli. Also das Kochen habe ich gelernt. Ich bin im landwirtschaftlichen Bauernlehrjahr, im Haushaltlehrjahr in Bernbiet, wo meine Wurzeln her sind. Ja, und dann hatte ich dort schon immer den Plausch und ich muss in jedes Kochheftchen hineinschauen. Und ja, ich habe sogar zwei abonniert und es ist immer so mein Ziel, immer, dass ich etwas daraus mache und das kann ich wirklich auch einhalten. Der Ernst hat ein kleines Manko, ich kann nämlich überhaupt nicht kochen. Er hat mir einmal ein Rührei gemacht und es hat er etwa 10 Minuten lang in der Pfanne hin und her geschoben. Ich bin da krank im Bett gelegen und ich musste sagen, Schatz, das Ei musst du wieder mitnehmen. Das kann ich also nicht essen, das war so furztrocken. Und seitdem getraut er sich nicht mehr gerade so. Kochen kann ich nicht. Also das ist etwas von dem, was ich praktisch gar nicht hatte. Ich würde fast verhungern. Ausser Spiegeleier und Rühreier und Ravioli ist wirklich, es ist bei mir relativ schnell fertig mit dem Kochen. Da bin ich schon sehr froh, dass ich da eine Frau habe, die das sehr viel besser kann. Rühreier hin oder her, oder jüngste in der Familie, der Philipp, kann nicht kochen und deckt darum lieber den Tisch. Heute ist grosses Familientreffen. Barbara will das Rezept der Kräuterhex-Tomaten ausprobieren. Die kochen sie nämlich am Samstag am Landfrauenessen. So ist es sicher gut. Nadia, die Mittlere, ist die Einzige, die an Mami in den Kochtopf schauen darf. Sie wohnt noch daheim und lehrt gerade auf die Matur.
gut, dann lange bin ich nicht für dich. Der Sergio ist schon vor einem Zeitchen daheim ausgezogen. Aber einmal in der Woche kommt die ganze Familie zum Essen heim. Fredo ist auch umgekehrt. Der Fabian ist der Lehrling auf dem Hof und gehört irgendwie auch zur Familie. Und der Siro ist müde vom Tag. Der Morgennebel hängt in den Hügel. Noch 3 Tage bis zum Landfrauenessen. Hoffentlich scheint dann die Sonne noch. Jeden Morgen geht Barbara mit dem Siro spazieren. Ein Ritual, das sie sich nicht lassen lassen. Der Siro, der ist ein ganz spezieller. Ich tue immer ein bisschen kommunizieren mit ihm. Er ist irgendwie, er versteht alle meine Probleme oder auch meine Freuden irgendwie, wenn er bei mir zu ist. Es ist einfach, ja. Es ist so ganz etwas Spezielles. Beim Laufen sinniert sie über den Tag. Meistens geht sie nicht weit vom Hof weg in den Wald hinten. Dort ist ein bisschen versteckt der Guriweiher, ein Naturschutzgebiet. Ich bin wahrscheinlich schon nicht gerade so pure Frau, wie sie im Buch steht. Aber von meinem Innersten, mein Herz, denke ich, bin ich genau so eine. Aber ich gehe halt noch auswärts arbeiten, weil unser Betrieb einfach zu klein ist, dass wir nur vom Bauern alleine leben könnten. Aber wenn es mich braucht daheim, dann bin ich zur Stille. Heute ist ihr Einsatz in der Privatklinik Bethanien in Zürich, wo sie als Disponentin für Buchungen von den Operationen und den Krankenzimmern zuständig ist. Also mein Alltag hier im Spital, der ist sehr spannend. Ich komme am Morgen und sehe, was die Nacht durch so gelaufen ist. Und dann muss man einmal ein bisschen Ordnung machen. Dann disponiere ich Betten. Disponieren. Das heisst, dass die Leute, die am anderen Tag eine Operation haben, die müssen auch ein Bett haben. Das planen wir alles. Und dann zwischendurch nehme ich das Telefon ab, plane die Operationen, planen, habe mit den Ärzten Kontakt und dann haben wir auch Kontakt mit den Schwestern auf den Stationen. Es ist sehr interessant, sehr lebendig, sehr abwechslungsreich. Morgen, Camilla. Hi, Barbara. Ich bringe dir die Unterlagen und Tagesklinikpatienten vom Ohr. Hast du schnell Zeit? Ich komme gerade. Moment, schnell etwas schauen. Eine Arbeitsumgebung, die fast nicht unterschiedlicher sein könnte. Schau, Camilla ist noch der Patient vom Ohr. Mhm. Der kommt im Fall schon um 7 Uhr, gell? Okay. Der hat um 9 Uhr Ops. Und nachher, wenn er bei euch, wenn es bei euch okay ist, tun wir ihn nachher auf die Station 2-2. Oh, doch. Okay. Danke vielmals. Merci auch. Danke. Tschüss. Tschüss, Barbara. Ja, ich habe noch gestaunet. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass sie privat noch so engagiert ist und dass sie da noch eigentlich ganz ein anderes Leben nebendran hat. Also ich habe es sehr spannend gefunden, als ich davon gehört habe. Daheim auf dem Vorhof übt Ernst mit dem Fabian auf die Lehrabschlussprüfung. Das ist eine 300er-Mischung. Ja. Ein Haufen Weisskleid rein. Der Bestand ist eigentlich schön. Der Schnitt ist der Fiat. Jetzt wächst der Fünft. Ist es schon so viel? Ja, es ist eher der Dritt. Also jetzt wächst der Fiat, oder? Sicher. Und was ist denn mit dem Bestand?
Da habe ich jetzt gerade noch etwas gesehen, das wir gar nicht gerne haben in den Wiesen rein. Da. Was ist denn das? Das ist eine Placke. Placke, ja. Die sollte schon eigentlich kennen, auch ohne Blüten. Die haben wir so viel bekämpft hier in der letzten Zeit. Ja, ja. Das sollte schon eigentlich kennen. Das sollte ich eigentlich wissen. Ja. Seit 20 Jahren bildet der Ernst Lehrlingen aus. Er ist auch noch Prüfungsexperte. Der Fabian ist jetzt aber der letzte Lehrling auf dem Vorhof. Die sind aber weit unten durch. Das hat etwas dran. Sieht gut aus. Noch ein bisschen machen lassen, Machtisch machen. Stärke messen. Das geht schon ein wenig. Feierabend im Spital. Jetzt geht's zurück ins Wieland. Also ich kann sehr gut umschalten. Und zwar brauche ich irgendwie meinen Arbeitsweg. Es ist wie so meine Phase, wo ich mich irgendwie umstellen kann. Und wenn ich heimfahre, dann ist das Spital aus meinem Hirn, dann bin ich daheim. Also ich kann das sehr gut. Auf dem Heimweg muss Barbara heute das Martalen oder Rauchschinken für die Vorspeise einkaufen. Grüezi, Herr Rubli. Grüezi, Frau Huber. Ich würde gerne Landrauchschinken, Postenbeinen für mein Landfrauenessen. Ich habe eine Vorspeise, wo ich so Röseli auf den Teller mache. Ja, dann hätte ich gerne Bienenposten. Jawohl, dann schauen wir mal, was wir haben. Also da wäre jetzt der Landrauchschinken. Ist der recht? Das sieht gut aus, mal. Etwa 800 Schweinsstotzen werden pro Monat hier verarbeitet. Seit über 100 Jahren wird in Martalen Landrauchschinken produziert. Zuerst werden Knochen aus dem Fleisch rausgeschnitten. Wie schon beim Urgrossvater von Martin Rubli wird auch heute noch alles von Hand gemacht. Nach dem Einsalzen liegt der Schinken einen Monat in einer speziellen Lake. Bevor er für 10 Tage in die Rauchkammer geht, an einem 14-stöckigen Paternoster, was es nur einmal in der ganzen Schweiz gibt. Eingeführt wird mit Sackmau aus Buchenholz. Dann hängt der Landrauchschinken noch für 2 Monate in der Klimakammer, bis er in Verkauf kommt. Für heute ist alles erledigt. Am Abend höckeln Barbara und Ernst auch noch gerne zusammen im Garten. Prost, Schatz. Popsi. Ein strenger Tag. Kann man sagen. Ich glaube, wir haben es verdient heute, oder? Mensch? Ja, ich würde sagen. Ja, wir haben es eigentlich alle Abend verdient. Ja, nicht jeder gleich, nicht aber jeder heute glaube ich schon. Heute schon. Jetzt kommt dann der grosse Moment, wenn dann der Fabian nicht mehr da ist. Dann ja, gibt es vielleicht noch mehr so Tage wie heute. So streng, meinst du? Jetzt kommt dann muss ich dann noch wieder mehr in den Stall kommen? Genau. Diese Woche ist ein bisschen strenger. Am Samstag soll es ein feines Landfrauenessen geben. Und bis dann sind es nur noch 2 Tage. Schon früh am Morgen geht es wieder los. Hast du weggenommen, gell? Ja, der Stier ist dort hin. Die Dekoration fürs Landfrauenessen muss noch gemacht werden. Verzieren ist nicht gerade Barbara ihr Spezialgebiet, darum ist sie froh für Unterstützung.
Das ist Bettina, meine beste Freundin. Sie hat eine wahnsinnig kreative Ader. Und Bettina hilft mir dann auch kochen. Und sie unterstützt mich auch so ein bisschen psychisch und alles. dass ich die Nerven nicht verliere. In die verzierten Fläschchen soll jetzt noch eine Welsiker Spezialität kommen. Barbara ist auf dem Weg zum Schnapsbrunner, am Christian Zürcher. Hoi, Kriegel. Ja, hoi, Barbara. Hoi. Sorry, du kannst mir jetzt hier meine Schnapsflasche führen. Ja. Dekoriert habe ich es jetzt. Mal schauen. Ah, tipptopp, ja. Jetzt hättest du mir nur noch etwas von deinem Aprikosen drin tun. Ich habe schon etwas parat gemacht. Super, eben die alte Aprikose, gell? Ja. Die muss es sein. Ja, steht da mal drauf. Frauenschnaps. Haben der Strahl trocken nie gebracht? Ja, wir haben aber Glück gehabt, sie ist nachher gar kein Schiff. Das ist ganz speziell da drunter. Ja. Sieht gut aus, gell? Zeig. Tipptopp. Weißt du, man sieht es jetzt noch besser, wenn der Schnaps drin ist. Ja, weißt du natürlich, weil er Farbe hat. Ja, super. Das wird lustig. Und sicher Freude. Bis jetzt laufen die Vorbereitungen wie am Schnürli. Ein Ausritt mit den Kindern liegt also noch drin. Weißt du, wo die Toren sind von der Flo? Sind die drin? Kästchen? Ja, ich habe jetzt immer die Maske gehabt, aber heute nehme ich die Türchen. Wenn wir das zweite oder das dritte mit den Algorithmen, dann können wir auch ein bisschen miteinander diskutieren und reden. Und ist noch, das schweißt einem schon ein bisschen zusammen. Ja. Bravi. Hubers haben ein eigenes Ross und zwei Pensionäre. Der Vorhof ohne Ross? Unvorstellbar. Das Reiten bedeutet mir alles. Das mache ich schon als kleines Mädchen. Ich konnte kaum laufen, hat mich mein Vater schon auf die Ross aufgetan. Früher, als ich noch in Bern war, haben wir mit dem Ross gearbeitet. Haben wir so gekümmert. Dann haben wir uns mit können vorne heben, müssen schauen, dass wir nicht links und nicht rechts runterfallen. Und das ist irgendwie mein Begleiter, seit ich klein bin. Auch Barbaras Kinder sind alle gute Reiter. Du, Philipp, kannst du nicht auch schnell den Stroh zusammentun? Dann kommt um 6 Uhr Stroh pressen. 6 Uhr? Ja. Ja. Ja, wäre schon eine Möglichkeit. Ja. Wir haben musst noch du unbedingt hier mitreiten, oder? Ja, ich kann ja nachher noch gehen. Das ist gar nicht nachher noch. Kannst du alleine noch nachher? Ich gehe nicht heute Abend noch alleine, ja. Gehen wir alleine, Nadia? Ja, ja. Schon, also ich wäre froh, wenn du das noch... Weil ich muss melken. Ja. Gehen wir anders mal halt wieder zusammen, oder? Warum? Nicht so schön. Gehen wir morgen. Ist gut. Okay. Nadia ist auch nicht böse, dass sie die Mami wieder einmal für sich allein hat. Es ist eigentlich uns schon noch wichtig, weil das ist auch unsere Möglichkeit, um uns austauschen. So ganz zu zweit, da hört niemand zu. Und ja, wir verschieben eigentlich Termine, die wir haben, wir richten. Dass es, also es muss wirklich, ja, ich weiß es nicht. Es ist ihr ein Unglück passiert, das wir nicht gehen. Weil das ist uns wirklich echt total wichtig. Und dazu ist so ein Ausritt sicher auch gut, für ein bisschen oben runterzukommen. Es geht schliesslich nur noch einen Tag. Und dann gilt es ernst bei der Barbara. Man darf es dann eben nicht zu fest rühren, weißt, dass es nicht zusammenfluddert. Oh, das hat okay. Das gut. Die
Barbara nimmt die Herdöpfe für die Rösti aus Dessert heute schon in Angriff. Also das Dessert mache ich jetzt schon, weil das muss ein bisschen stehen. Es sollte ein bisschen fest werden, dass sich dann das Püree und die Creme nicht miteinander vermischen und dass man nachher oben drauf dann die Aprikosenschnitz noch schön drauf tun kann. Also, sind das harte Eier. Das sind extrem. Innen merkst du es rein und dann auch Zucker. Eben Zucker, Eier, Gelatine und Mascarpone gehören neben den Aprikosen in die Creme. Das ist immer so ein Zeug, bis der mich schön weich. Kannst du abstellen, es wären die Herdöpfel? Ja. Die macht mir nicht gerade ein bisschen Bauchweh, aber jetzt darf wirklich nichts passieren. Da ich dir nicht drei Finger. Ja. Dafür parieren die Herdöpfel. Sieht gut aus. Weißt, ich will mehr mal schauen, wie viel. Ich will nicht zu viel. Und doch braucht es, dass es ein bisschen zeichnet. Das Auge isst bekanntlich mit. Das wird ja auch von den Landfrauen bewertet. Oh, es sieht gut aus. Lupfen, ich muss ein bisschen fahren. Vielleicht mit ein bisschen viel Schwung und genau in die Mitte, dann hat es wie aussen. Ja, meinst du, ich muss am Rand, aber dann... Ja, ich glaube, ich tue mit dem Trichter. Ich muss den Trichter darf ich nicht genau in die Mitte heben. Ja. Ich hätte den Trichter ein bisschen an den Rand an. Probieren wir und dann tust du ganz sorgfältig und nicht mit zu viel Schwung. Es drückt mir es auf. Weißt du, das ist jetzt einfach egal, das muss jetzt einfach so sein. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man es dann verkauft. Nein, das sieht gut aus, es muss jetzt so sein. Es muss genau so haben wir es wollen. Ja, es lebt. Also gut. Über dem Vorhof flattert das Berner Wappen, weil Barbara ihre Wurzeln auch zu Bern sind. Darum will sie als Gastgeberin die Berner Tracht tragen. So, Tommy, hat er etwas gebracht. Super! Hast du noch ein Schläufchen für den Samstag? Seid ihr fleissig? Ja. Hoi, Mami. Alle. Hoi. Bertu, hoi. Ja, das ist gut. Ja, danke. So. Oh, das sieht darf spitze ich dir aus. Danke. Komm, wir probieren doch die gerade. Das wäre gut, das bitte. Käferli? Ja, gerne. Ja, okay. Ja. Komm, hock ja. Doch her. Und da ist noch die Tracht. Oh. Oh. Ja. Hast du wieder alles ausgepackt? Ja. Vor 40 Jahren sind Barbaras Eltern, Hedi und Hermann, auf Zürich gezügelt. Bereut haben sie es nie. Die Zürcher haben uns enorm freundlich aufgenommen. Ja. Einfach gut aufgenommen. Wir haben so eine Kameradschaft einfach überall. Wir haben uns hier so wohl gefühlt wie im Bernbiet. Ja, und das Zürich Wieland ist natürlich eine der schönsten Gegenden hier vom Kanton, oder? Ich habe da mal schon etwas angelegt, aber ich komme da nicht ganz. Ja, du musst mir noch helfen. Schön. Mit dem Silberzeug hier, da musst du mir wirklich schnell helfen. Du, wie alt ist das Zeug, Mami? Das ist uralt, oder? Von mir, Grossmutter. Ja, von dir. Dann wäre es also deine Urgrossmutter. Ah ja. Über 130 Jahre alt ist dieser Silberschmuck. Und mit dem will Barbara Mohr natürlich glänzen. Es ist Samstag. Die Landfrauen haben fertig geholfen. In der Küche gibt es bis jetzt auch kein Handicap. Ich schneide mal das Fleisch. Es geht an die Hauptspeise, Zürich Schnetzlet. Gescheibelt, bitte. Die sechs Gäste sollten schon im Anmarsch sein. Hoi zusammen. Hoi. Hoi zusammen. Hoi zusammen. Darf ich euch meine Familie vorstellen? Hier Alexander, der Ernst, mein Mann. Dann der Philipp, unser jüngster Sohn. Nadja, unsere Tochter. Jetzt begleite ich euch gerade zum Tisch. Ihr habt ja hoffentlich Hunger. Ja, schön. Golfen macht sicher hungrig. Hey, lässig, look. Schön. Ja, schön. Super. Hier. So schön. Herzlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kühe. 7 Kühe. 7 Landfrauen. Die
Barbara tut noch etwas Parmesan über den Schinken. Draußen im Garten stimmen sich die Landfrauen auf einen Sommerabend ein. To the place I belong, West Virginia. Jetzt gibt's Wein. Also, zur Vorspeise gebe ich euch einen Chardonnay, einen Weisswein vom Schloss Goldenberg. Der kann heute Nachmittag schon gewesen sein. Ja, aber den haben wir eben nicht probiert. Ja, warum haben Sie den Chardonnay nicht bekommen? Ja. Nein, er hat es gesagt, haben Sie auch bekommen. Er war ganz erstaunt, dass wir den nicht bekommen haben. Ja. Oder also, dass wir nicht gekriegt haben. Und ein bisschen schwingen. Ich habe es sehr schade. Gelehrt ist gelehrt. Der Besuch im Zürcher Wieland hat sich gelohnt. In der Küche steht schon alles parat. Ja, weißt du, es nimmt zuerst den oder hat es einen Tropfen drauf? Geht es für dich? Ja. Also, zur Vorspeise gibt es Vorhofböllchen mit Thymian und Balsamico und Wieland-Rauchschinken. Es ist ein schöner, lauer Sommerabend. Aber man darf nicht vergessen, es ist ein Wettbewerb. Und die sechs Landfrauen schauen und schmecken genau, ob Barbara ihre Sache gut gemacht hat. Sieht man hier Böllen? Ich glaube, das hat man schon Böllen. Das ist fein. Auf den Bewertungsbögen kann man Punkte von 1 bis 10 verteilen. Ja, ich glaube, es gefällt auch immer auf die Zippel. Die Vorspeise hat mich gut gedunkt. Von der Farbe her hat man noch etwas Grünes oder etwas Rotes gefällt vom Anrichten her. Es war sensationell. So lauwarm die Zwiebeln und mit dieser Soße und der Landrauchschinken. Ich hatte das auch noch nie gehabt. Sagenhaft. Die Vorspeise habe ich genial gefunden. Also die hat mich wirklich sehr überschlagen. Ja. Tipptopp. Nicht auszusetzen. Die Vorspeise wäre gelungen. Beim Fleisch bahnt sich aber eine kleine Krise an. Was ist jetzt hier das Wasser? Das ist ein Scheissdreck. Du musst es gerade hier kochen. Selten, dass so Wasser zieht. Du bist ja sicher, dass jetzt das gerade heute ist. Oder? Jetzt hat das Fleisch so Wasser gezogen und das stresst mich jetzt ganz kurz. Das sollte eigentlich nicht sein. Vielleicht kann es die Soße retten. Bettina, ja? Kannst du mir schnell helfen? Jetzt sollte wirklich gar nichts krumm gehen. Kannst du mir da rühren? Ich tue, das ist Mehlbutter. Ich muss das rein tun. Du musst es einfach so drin rein, weißt, so. Und so. Ja, genau. Es ja keine Knöllen gibt. Einfangen. Okay. Kannst du mir geben. Danke. Bitte gerne. Schön. Der Heiko-Pfeil ist jetzt hier durch. Oh, das kommt, glaube ich, gut. Tipptopp. Jetzt geht es um alles. Barbara hat ein bisschen Nervenflattern. Hätte ich schalte die Herdplatte nicht ganz hin? Ich glaube es nicht, ehrlich. Jetzt koche ich schon manches Jahr. Und das ist mir wirklich noch nie passiert. Mami, ein Gruß von draussen. So ist es lockermässig, nur sein. Ja, das ist leicht gesagt. Jetzt Tomaten in den Ofen. Der ist heiß, gell? Jetzt haben wir das bei dir. Und dann kommt schon die nächste Herausforderung. Ja, Rösti kehren. Komm, jetzt mal. Ist gut. Ich drehe nachher gegen dich. Ja, ist gut. Eins, zwei, drei. Ja. Links. Ha. Ah. Hey. Ich gehe noch. Oh, ist das Wein, oder wie? Draussen ahnt man überhaupt nichts von dieser Aufregung in der Küche. Dafür wird das neue Fachwissen beim Degustieren des Rotweins angewendet. Hat eine Struktur? Ich kann es nicht so beurteilen im Moment. Also, so würden wir jetzt nicht ganz so zusagen. Es ist extrem schwer, habe ich das Gefühl. Ja. Du machst schöne Klipfen. Ja. Als Hauptgang gibt es ein Zürich-Schnetzel mit Rösti und Kräuterhex-Tomaten. Wenn das Essen auf dem Tisch steht, wird es immer still.
Jetzt wird bewertet. Die Kräuterhex-Tomaten waren so fein und so, dass mit diesen Kräutchen so faszinierend und so gut rausgestochen. Also es war wirklich ein Erlebnis. Und mit diesen Zwiebeln zusammen sehr fein. Die Lotti ist schon mal verhext. Aber wie ist die Rösti angekommen? Und hat es auch Abzüge beim Zürichschnetzelten gegeben? Ich setze euch ein Stückchen. Die Rösti hat mir sehr gut gedunkt. Sie war gut gesalzen, hat schön ausgesehen. Also, sie hat ziemlich sicher ausgestochen. Es war originell auf dem Dauer. Zürichschnetzeltes Fleisch hat mich teils Zeit gedunkt. Und es war leider ein bisschen kalt. Der letzte Trumpf hat Barbara Neumermo. Das Dessert aus den heimischen Aprikosen. Ganz lange drin. Ja, ich will. Wie sie eben wirklich. Dann schieben wir die Creme so schön durch. Ja, genau. Das ist sicher noch ein ganzes. Wieder geht es um einen letzten Schliff. Die Zeit hat Barbara voll im Griff. Schließlich will sie, dass die Frauen nachher noch in den Pool reinkumpen. Danke. Bitte schön. Schön sieht das aus. Elegant serviert Nadia oder letzten Gang. Also Klinikkollegin. Wie ist die Creme gemacht? Was genau hat es alles drin? Ja, weißt du, zu dir können alle gerne so ein Pünderl anfangen. Zeig mich mal. Das Dessert war himmlisch. Ich liebe so süße Sachen. Also da gibt es gar nichts zu kritisieren. Aber auch beim Dessert sind Geschmäcker verschieden. Dessert hat mir persönlich jetzt, ist fast ein bisschen zu, vor allem oben durch, die Aprikosen. Und ohne eine Creme hätte ein bisschen mehr Zucker verleiden oder ein bisschen mehr Rahm oder irgendetwas. Von der Anspannung in der Küche hat aber niemand etwas gemerkt. Ich bin so unter Stress aufs Mal. Ja, die Situation ist eine andere. Und ja. Willst du es ja gut machen? Ich habe es voll geschafft. Ja, voll. Super. Voll hinter dir. Und ihr habt alle mitgemacht. Ich finde es echt toll. Jetzt haben wir es geschafft. Komm. Oh. Ja. Nein, ich danke euch tausendmal. Ihr habt es spitze gemacht. Hast du auch geschickt. Wow. Super. Grosses Aufschnaufen in der Küche. Und wie ist die Dekoration angekommen? Also, die Dekoration hat mich sehr originell gedunkt. Mit den Kühen und den Rasen. Ich habe es richtig genossen, dass wir heute Abend draußen essen konnten. Auf dem Rasen, wo die Kühe geweidet haben, hat die richtige Blumen her. Das hat mir ein bisschen weh. Hallo. Hallo. Das können geniessen. Ja, ja. Ja. Ja, das erkläre ich dir dann später mal. Fleisch, ja. Haben wir wissen. Ja. Was ist das als? Also ist das verschiedenes Fleisch gewesen? Ja, es ist, also nein, es ist Kalbfleisch gewesen, aber eins ist falsches Filet gewesen, und das andere Unterspalte. Einfach so. Barbara, ich hätte jetzt gerne Lust auf einen Kaffee. Ja, hier immer mit eurem Kaffee. Ja. Den können wir da schon über. Aber ich kann euch eins sagen: Wir gehen ins Wasser. Kommt mit! Cool! Cool! Keine von den Landfrauen lässt sich lumpen. Alle springen ins Wasser. Auch wenn es schon etwas abgekühlt hat. Bettina serviert den Weiberkaffee direkt im Pool. Wie die Barbara mit ihrem Essen abgeschnitten hat, seht ihr in der Finalsendung vom 5. November. Das nächste Mal geht es zur Esti Derungs ins Bündner Safiental. 7 Landfrauen im eigenen Schwimmbassin. Das lässt sich der Ernst nicht lang gehen.